Bitte. Schwieriges Feld von hinten. 20. Ja, mich hat's einmal gedreht. Gedrehte Gebete. Alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob es dir gut geht. Ich überhole zwei. Und dann bespüre ich nur von hinten Boxer gegen Mauer. Fisch, Atmen. Paolo? Ich höre ihn gar nicht. Paolo, Paolo? Jetzt. Ich bin schon draußen, keine Ahnung. Thank you.
glaube, es hat Paolo nicht verstanden. Ralf hat gerade gefragt, dass du vom Platz bist. Okay. Ich bin draußen. Ich schaue euch zu. Oh, yeah.
Das ist auf jeden Fall. Option und dann Fahrerhilfe. Oder nicht? Ja. Läuft. Was letzte? Oh je. Oh je. Weitermachen.
Okay, kein Plan A. Plan B, Gegenwand. Ja, im Tunnel. Boah, aber ich wusste es. Was, du auch, oder was? Du auch gegen den Mann. Paulo fährt hier, wie ob er noch nie was anderes gefahren ist. Hey. Er sagt, du fährst, ob du nie was anderes. Sie ist jetzt zum ersten Mal, dass sie eigentlich in Dunkelheit. Aber hat er auch was. Whoa, 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 whoa. Muss nicht gerade ein Paulo zu. Den hat's gedreht. Und ich dachte, das ist ein Reifen, der weg.
Seine Flügel wird beschädigt. Ja. Alter, der Computer schiebt dich ja voll an. Der Computer hat den Paul gerade voll von hinten geschoben, aber voll. Hä? Wie? Ralf ist doch draußen. Ralf hat gesagt, er ist draußen. Oder fährst du noch? Also hat Paolo dich angeschoben gerade. Oh. Uiuiui. Jetzt hat er keine Nase mehr. Du bist voll weggerutscht. Hey, ich ruf doch dir zu, Paolo. Oder spinne ich jetzt? Ah. Gott sei Dank, die Schrecke hinter uns. Boah, und was kommt jetzt? Kanada. Wie? Zu den Kanickel. Kängurus. Ja, ja, huha. Aber so von so einem Känguru will ich auch keinen Tritt abkriegen, ey. Ja, ich verkack schon in der ersten Kurve. So spät gebremst.
Gulasch, Gulasch. Nein. Du kommst dir selber in die Quere, wenn du die erste Kurve zu schnell nimmst. Wir müssen. Nee. Ahem.